Vogel mit Katarit. Aber nur halt, das ist nicht gestört. Ne? Komm schon. Mö, brauchst was zu essen da? Wozu brauchst du hier andauernden Unterstandträger? Das Feuer geht nach 3 Sekunden aus durch das Wetter. Das ist das, was ich meine mit dem Drain. Das heißt, dass wenn das Feuer im Regen ist, relativ schnell ausgeht. Ah, okay. Deswegen will ich hier etwas bauen, dass das Feuer länger hält. Muss noch gucken, wie ich das genau mache, aber. Weil das haben sie jetzt halt neu hinzugefügt und das ist halt ein bisschen. Geschießen. Ich würde sagen, ich habe echt einen Bug, dass ich unendlich Ziplines habe. Weil wir haben immer noch 10. So, nachladen. So, kann ich die jetzt auch noch? Okay, jetzt funktioniert es doch. Ich bin ja vorhin 12 haben müssen. So. Merkwürdig, merkwürdig. Wir haben auch keine Filmanimation, ich bin wieder nach oben. Okay. Meine Fresse, das kann es doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt noch höher zielen oder was, damit ich treffe? Herr Land, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? 1, 2, 3. 4, 5 und 6. Das passt schon mal. Beiden rein. Wir versuchen die einfach noch in der Etage weiter oben dann reinzuhauen.
Ja, deswegen hoffe ich, dass da unten... Also wir hatten einmal, dass hier jemand rumgegeistert ist. Ich wäre äußerst bescheiden, wenn hier irgendjemand hinkommt und das Ding jetzt sehr schmeißt. Deswegen hoffe ich, dass ich das so schnell wie möglich aufbauen kann. Oben den Anbau ran dran und dann dieses nervige Schwimmen mal hier weggeht. Lieber kann ich euch schon schmeißen. Noch wirklich weit. Dann auf euch draufbetten. Jawohl, das geht. Na toll. Ja, was ist das Ding da ist, ja. Nein, ist das nicht. Ich hasse diese Stunde. Wegen 3 mm Wasser kommt der halt hier. Du bist so ein bescheidener Stamm, den brauche ich gerade gar nicht. Zack. So, dann bauen wir uns hier einen kleinen Übergang. Darf ich denn hin, bitte? Man, wieso werfe ich überhaupt so? Schön im Wasser lassen. Waren sogar schon ein paar zu viel. So, wie kommen wir denn hier raus? Brauchen wir eine Stütze? Okay, können wir sein, dass wir die Stütze gar nicht brauchen? Nee, nee, war da. Soweit. Richtig, ich hab mich beinahe verfehlt. Dann ist es peinlich geworden. Kelvin liegt bei uns irgendwo an einem Fluss am Boden. Toad. Hatsu ist da leider mal etwas mit der Axt aus. Ja. Und dann war Kelvin plötzlich down. Keine Ahnung, das war so. Ganz aus Versehen ist Kelvin leider zu Boden gegangen. Gregor? Nein. Bei Bedarf gerne mal noch ein paar Baumstämme in die Schlucht werfen. Also wenn du Zeit hast. Wohin? Einfach in die Schlucht. Also da, wo der Wasserfluss ist. Ja, einfach runter. Die wie viele ungefähr? An. Ja, 20, 30 Stück. Hau einfach runter. Die kommt dann irgendwann da an, wo sie hinkommen. Sollten. So, ich hätte gern da eine Brücke. Genau. So, mal schauen, da brauchen wir auf jeden Fall eine. Also die da brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil hier oben drüber ist Felsen. Weg. Eher hier hin. Ja, das ist schon eher. Wenn du noch mehr mal raus musst, sagen, ne? Jo. Bevor die anderen spawnen. Ja, stimmt, das recht. Stück für Stück machen. So. Warte mal, kann ich euch vielleicht sogar... Machen sie es einfach. Übertreibst du nicht mit dem Unterstand. Da muss komplett geschlossen sein, damit das Haus zählt, damit das Feuer nicht ausgeht. Ansonsten, weil die Seiten aus sind, habe ich vorhin probiert, wenn du nur ein Dach brauchst, funktioniert das nicht. Und das zählt erst als offiziell geschlossen und wetterfest, wenn da komplett eingerissen ist. Mit dem Unterstand, weil da steht doch ziemlich klobig im Weg, ne? Ah, geht eigentlich. Es steht ziemlich klobig im Weg.
neue Türen und überall rein. Ich habe meinen Gregor, genau. Ich habe Gregor als Kelvin-Ersatz. Der agiert auch viel besser. Der kann auch Holz verschwenden. Ja, das auch. Er ist nicht überall besser, aber er macht zumindest das, was er so eigentlich soll. Ja, wieso Holz verschwenden? Ich habe eine Base gebaut, ich habe einen Palisadenwall halbwegs fertig darum gebaut. Ja gut, eine Seite auf jeden Fall. Das Lustige ist halt, das Palisadenwall, wenn du dort Holz wegklopfst und dann aufnimmst den Stamm, ist es halt wieder ein ganzer Stamm. Ja. Eigentlich müsste ja dann so ein Dreiviertelstamm sein, wie bei so einem Bleistift. Immer Stück für Stück. Genau, Herr Land. Und das Schöne ist halt, ich kann meinen Kelvin-Ersatz halt einfach sagen, hier machen wir das. Ja, ich muss jetzt nicht zu ihm hinrennen und ihn erst einen Zettel schreiben. So eine kleine Eule losschicken. Können wir gerne einführen. Ja, kannst knicken. Ich will ja alles schriftlich. Alles schriftlich. Sonst wird ja gar nichts bearbeitet. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und dann ist hier gleich Ende. Und mir ist kalt, oder wie? Was bin ich da rum? Achso, Hunger. Hunger und Schlafen. Okay. Und dann ist hier auf jeden Fall Ende. Bis hier vor soll dann mal das Haus gehen. Dann hätten wir das soweit und jetzt müsste ich das Fundament bloß noch nach oben ziehen. Weil haben wir so ein Stück. Alles weg. Die zwei sind da ja schon gebaut, also eigentlich kann das ja alles weg. Zum Hochklettern. Zweier, Vierer. Ja. So, der liegt nur oben drauf. Gar nicht, das hat schon. So. Ich einfach mal schnell mit meinem Hund raus. Mach das. Oh, kann man dann gleich. Für die asiatische Bauweise wieder los. Ein bisschen Reifen rumklettern. Asiatische Gerüstbauweise. Wollte ich eigentlich sowieso von unten anfangen. Das ist alles mit Zusatzmaterial. Weg. Und das wird noch stehen, weil das ein ganzer Stand ist. Und du, da kannst du eigentlich noch weg, aber da kommt das glaube ich oben dran. Na komm, nimm auf. Ja, dann gehen wir nochmal nach oben. Wo schwimmen wir ja wieder? Ah. 3 mm, wo ich schwimme. Mal gucken.
brauche halt Massen Holz nur für dieses Gerüst. Na, bin ich picken? Immer die Fälle. Babys. Ganz Großangriff, die so. Ja, ich versuche gleich mal hochzukommen. Und ich hab genau jetzt Durst und bin müde. Achso, ja, ich hab Hunger die ganze Zeit und bin müde. Das hab ich auch schon die ganze Zeit. Was kannst du denn so entfernen? Achso, bei der beiden da. Shit. Wenn wir einen aufheben wollen. So, warte mal. Da ist Rimmel entfernen. So. Ja, mit Sinn. Also, das von da oben. Oh, ein roter ist auch da. Mhm. So, dazu hängt wunderbar auf der Bank. Sehr gut. Was hast denn du gerade versucht? Kennst du das, wenn du einen Bauchklatscher auf Schnee machst? Genau, nee. Das hat der gerade gemacht. Bauchklatscher gemacht und ist nach vorne geschlittert. Okay. Lass mal die Palisaden in Ruhe. Ja, jetzt kommt er auf mich zu. Nicht so geil. Ich bin gerade am Stärken. Ich weiß nicht mal, wo. Da drüben bist du. Hey, Digaschen. Die haben dir nichts getan. Pass auf, da oben sind Spikes, ne? Ah, das sehe ich gerade. So. Oh. Der hat zwei Lederbeutel. Aber ich kann keine mehr tragen. Ja, ich auch nicht. Deswegen ist. Ah, der hat zwei. Ich bin voll. Unten, die zerlegen gerade unser Holzlager. Komplett. Werfen die Stämme überall hin. Und kurz. Zack, wo ist das? Da. Der ist. Durch den Baumstamm, den er zerstört hat, hat er Schaden genommen. Hier liegt eine Leiche, okay. Hier liegen Babys. Ja, das auch. Die greifen sich alle gegenseitig an. Die Babys haben gerade das Ding den Arm abgerissen. Nein, das will ich doch gar nicht. Oh. Hatte ich nicht irgendwo mal einen Speer? Na danke. So, wir können ja auch mal hochhelfen. Müssen wir wohl noch treffen. Hier ist tot. Schöne ganze Holz. Okay, ist auch tot. Ist hier erstmal wieder Ruhe? Danke. Gruselig, gruselig. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, warum wir die Base wirklich dann doch eher so bauen, wie ich mir überlegt hatte. Mit dem Grundfundament. Wenn doch mal Babys irgendwie kommen, dass sie nämlich dann nicht in das Fundament reinhüpfen. Und dann innen drinne alles zerlegen und du nicht reinkommst. Mhm. Das ist gerade noch bewegt. So, na gut, wir brauchen sowieso Holz wieder unten. Das hat ja gefällt mir erstmal eigentlich noch nicht so ganz so gut angehen. Sieht halt nicht geradeaus, ne? Aber es funktioniert anscheinend. So. Thank you.
Hier wird man beiden reinputzen. Und ich bin mir weggehen kann. Genau. So. Da ist ein beiden drin. So, da lässt er uns das auch mal machen. Die haben meinen Arm geklaut, die Schweine. Irgendjemand klaut hier meine Arme, diese. Keine Arme, keine Gegner. Denken sie sich und deswegen. Wenn sie deine Arme. Da freut sich doch schon wieder ein Weißes, wenn man so wird, haben sie nicht mehr entschleudert. Die Schwäne. Wie viele Balken brauchst du noch da unten? Genug. Also kann ich wieder werfen. Ja, ja. Sehen, dass wir wieder erstmal irgendwie hier durchkommen. Deswegen bin ich eigentlich so ein Freund von den Balken hier nicht so haben. Aber ja, muss man einfach gucken. Das funktioniert leider nicht. So, ja. Na komm, wir sind hoch. Ist auch wieder doof. Ah, ist das letztlich. Hast du eine Zipline nach unten gebaut? Ja, ja. Bist du nicht so ein Dreierstamm? Jetzt setzen wir eh nicht da rein. Gut, wenn das hilft uns. Ja, komm mal von mir aber auch so bescheiden. Spring da einfach. Als wenn der gegen den Stamm von oben kommen würde. Ah, unrealistisch. Machen wir weiter. Ich bin halt auch richtig bescheiden davon. Ach, das ist lästig. Ich glaube, ich finde das sowieso das Anstrengendste. Jetzt mal das Gerüst irgendwie nach oben zu ziehen. Denn nicht einfach das Teil hier unten drunter setzen. Ja, da wird das doch gerade irgendwie. Komm schon. So, nee, nicht. Ja, ich hasse sowas. Also im Normalfall würde man jetzt hier einfach was hinsetzen. Aber nö. Das Game sagt halt nein. Die Begründung ist total unlogisch, nur weil es dann final irgendwie vielleicht bei einem anderen dran ist oder irgendwas auch immer. So. Ah, das geht hier so halbwegs. Da. Ich muss wieder anfangen, die Blitzen hier zu bauen, nur damit ich nach oben komme. Aber ja. Das muss, das muss. Das ist ziemlich stumpf. Das funktioniert schon wieder. So, dann muss ich jetzt nach oben drücken. Ich kann mal wegnehmen. Genau. Jawohl, sehr schön. Und dann so machen wir eine Phase da oben. Sehr schön. So, machen wir mal Übergang. Das ist ja auch wirklich alles im Raster. Rein.
unten. Danke, danke. Zwei können wir ja mindestens schleppen. Ich meine, ich verstehe es, es ist Winter, die Balken sind glatt, rutschig. Aber es ist so lustig, wenn man irgendwo runterfällt dann. Naja, das mit dem Buchen runtersliden geht auch nicht mehr. Wir müssen runtersliden. Naja, wenn du das Guidebook öffnest, dass du kein Auto auf dem Abhang stehst, was runterrutscht. Ach so. Ohne Schaden zu kriegen, das haben sie auch gefickt. Schade eigentlich, war sehr lustig. Ja. Jetzt musst du halt doch dir einen Schlitten bauen. Ich glaube, einen Schlitten kannst du aber noch falsch haben. Nee. Also, wenn sie das nicht auch gefixt haben, dann ist das noch so, dass du mit dem Schlitten keinen falsch hast. So, Gregor, wirst du wieder Stämme? Ist aber dunkel. Ich komme mal nicht so weit nach oben. Mann, das muss ich vor meinem schönen Lagerfeuer aus meiner Blockhütte raus. Ja. Ich habe mich extra schön eingesperrt. Nee, wir müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten. Hier wird nichts. Ich bin Faulenzen, wir müssen arbeiten. Was mit Tatsu? Tatsu hat Sonderrechte. Tatsu holt ja Nahrung. Welche? Weiß ich noch nicht. Ich habe gerade was zu essen. Ich bin noch hungrig. Ich hab gerade einen lecker Auflauf. Hab ich auch noch unten. Oh ja. Die sind gut geflogen. Sehr gut. Das ist richtig. Wenn sogar perfekt. Viele sind nicht mehr, ne? Wie viele sind nicht mehr? So, jetzt ist das. Ich habe jetzt die letzten Beine, ist das Lager aufgebraucht. Durch den Überfall. Vorsicht! Hat nur noch mehr als genug Wände da oben. Nein, ist keine Wand. Ist jetzt nur noch Grundbau. Nein, ich verarsche dich nicht. Also wenn man denkt, man hat so mal eine Masse Holz und dann 3 Minuten später. Mach mir erstmal einen Arm, ich brauche was zu essen, bevor ich Holz hacken kann. Wir haben noch 3 Etagen vor uns. Was alles nach oben muss. Danke. Aber ja, man ist auch müde. Alles. Ausdauer gleich nicht vorhanden. Toll, dann kommen Sie mal rein in deine Blockhütte. Wieso? Ja, weil ich nicht reinkomme. Ja, warte. Ja, warte, einen Moment. Ich hab grad abgeschlossen. Warum schließt du dein Scheißhaus ab? Damit keine Eindringlinge hier reinkommen. Ja, wir dürfen auch nicht rein. Schön. Richtig. Ach. Mach's dir bequem. Komm mal rein, mach die Tür zu. Schön Kopf hast du, Fuß. Der Zeh liegt mir genau in der Nase. Ja, so schön. Auch rennt immer aus zu essen. Ich muss gleich raus auf die Bank. Brauchen die Ausdauer. Hast du vorher auch schon eine Knochenrüstung an? Sorry. Kann ich nebenbei die Fackel halten? Nein, schade. Beim Sitzen kannst du gar nichts nebenbei machen. Kannst nichts halten. Das ist hammer nervig.
Ja, dein Bein ist jetzt zum Knochen geworden. Du hast es zu lange braten lassen. Nee, ich wollte ja auch nicht essen. Das ist gute Schweinefleisch. Jetzt habe ich hier Beine essen. Naja. Dann hast du wenigstens was von. Proteine. Ja, warte lieber, das hat so mal ordentlich was jagen geht. Fisch und so. Ich warte ja noch. Dann siehst du nicht, was Tatsu die ganze Zeit unterwegs ist? Ja, aber ich sehe halt nicht, dass er mit was zurückkommt. Oder ist der Drying Rig voll? Naja, er ist gerade mit einem Jagdhund unterwegs. Darf sie gehen. Ja. Der sucht erstmal Beute. Mhm. Ich glaube, wir müssen nachher mal alle drei jagen gehen. Ja. Machen wir uns mal wirklich mal ein kleines bisschen was zu essen hier. Weil wir da arbeiten können. Ich muss gleich eine Packung Cornflakes essen, wenn ich nichts anderes mehr habe. Halt schön, dass deine Rüstung, deine Mutantenrüstung halt so halb im Lagerfeuer steht. Ja, das sehe ich auch. Schmatz, schmatz, schmatz. So. Ist doch gemütlich. Schmatz, schmatz. Kackst du hier gerade mein schönes Hai? Ja, immer. Du olle Schwein. Aber ich glaube, Tatsu hat das verändert, oder? Was? Das ist das gleiche wie bei uns bei meinem Speicherstand. Ich muss hier viermal trinken, damit ich fertig bin. Ich glaube, das war sonst mal weniger. Warte mal, so eine Flasche. Einmal trinken. Eine Flasche hat nämlich sonst immer für zweimal gereicht. Und jetzt reicht sie nicht mal. Nee. Mittlerweile muss ich die ganze Flasche austrinken. Wieso? Ja. Hilfe. Ja, kann gerade nicht. Muss trinken. Das Spiel ist abgeschmiert. Oh, schön, du brennst. Mhm. Ja, die Blockhütte ist halt doch ein bisschen zu klein. Naja, der Stuhl steht halt kacke. Ja, das ist auch ein bisschen. Jetzt ist das Spiel natürlich abgeschmiert, ey. Können wir das überhaupt machen? Moment, probieren. Wie war denn das? So. Dann brauchen wir ein Tuch, das wir gerade so noch haben. Und dann brauchen wir einen Schädel. Was willst du machen? Sehr schön. Diesmal hat es okay, sofort funktioniert. Die Schädelwaffe? Licht. Hab ich draußen stehen, ne? Eine. So, na dann roten wir weiter. Brauchen Holz. Und weniger Wald. Mal die Baumstämme bitte mit wegmachen. Ja, schlag doch zu. Okay. So, du erstmal am Neustarten.
einfach, damit hier nichts despawnt. Und etwas will ich jetzt gleich mal probieren. Mal da Eisbogen halten. Halbe stehen drauf und direkt viele. Nö. Macht man immer noch so. Ist das hier irgendwie mit rechts, links klickt? Nee. Mit R ändern? Nee. Was denn? Ja, legt sie mir immer noch in die Mitte. Was ich letztens mitbekommen habe, ich glaube, das kannst du nur, wenn du eine schräge machst, dass er sich da ranpasst. Also wenn du jetzt ein Dreieck bildest... Also bildet, muss ich erst, erst das Dreieck bilden? Kannst du mal ausprobieren. Ja, deswegen, das wollte ich gerade. Das würde mir gleich gar nicht mehr bauen. Ach Gott, ist nicht dein Ernst. Was? Okay. 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 Gut, das funktioniert. Er macht das halt jetzt so. Ist auch in Ordnung. Wir müssen also dann auch mit dem Dreiviertelsten anfangen. Aber er hat es schön zugebaut. Die Frage, ob es bei allen Schrägvariationen geht, die wir ja dazu kennen. Aber nee, wenn der Stamm zu groß ist, hackt er den gleich automatisch ab. Aber ja, und das ging halt vorher nicht, weil er hat ja immer von der Mitte aus hochgestapelt. Und damit hattest du immer was, was hier rausguckt, was über Scheiße aussah. Und du konntest das Haus aber nie richtig zumachen. Aber schön. Wir haben Gesellschaft. Rego? Ja. Ah, du bist noch im Laden? Ja. Das war chillig. Alles abgerissen. Mal sehen, ob du auch so chillig bist. Oh, Gottes Willen, da ist ein großer. Warum bist denn du hier? Okay, der ist gleich instant weggefackelt? Ja, natürlich, eine ganze Horde ist hier. Ach, come on. Okay, das ging bei den anderen besser. Oh ne, der ist auch tot. Okay, nee, ich habe den einen abgefackelt und dann habe ich zweimal mit der modernen Axt draufgeschlagen. Und dann war er tot. Warum blockst denn du? Vor allem, was hast du für... Wo bist du hin? Hä? Na da. Was nur für einen komischen Schädel auf? Du leuchtest nachts. Er ist ein Stern, der deinen Namen trügt. Renn doch! Geh doch! Es... Komm doch her und hör auf, hier meine Base auseinanderzunehmen.
immer noch meine Base. Ja, von hinten. Vorne. Spindwurf. Okay, jetzt kommt der Große. Und langsam meine Ausdauer flöten. Ach, genau. Großer, genau. Kommt in dem Moment einfach an. Oh, schön, dass du abgefackelt bist. Oh, jetzt fackelst du nicht mehr. Alter. Ausdauer hinüber, Leben hinüber. Hört doch mal auf, die Base anzugreifen. Warum brennst du jetzt nicht? Renn doch. Oh Mann. Geh doch. Und der nächste angerannt. Renn doch. Wo ist denn der Große hin? Ich sehe ihn noch nicht. Wenn der mich trifft, dann bin ich down. Oh, also langsam sehe ich wieder bitte was. Okay, wir haben immer noch, da kommt der Große, wir haben noch drei Gegner. Zwei kleine und der Große. Dann komm doch her und hör auf, hier meine Holzstämme hin und her zu schmeißen. Oh, und dann rennen die wieder 8 Kilometer weit. Ich hätte gern Brandpfeile. Oh Mann, ich krieg mich halt wieder weg. Ja, ich lieg schon wieder. Ja, ist down. Kann keine Flasche mehr aufnehmen. Auch nicht. Nee, du hast ja die eine von mir aufgenommen. So. Ne, bei mir ist auch eine gedroppt. So, mal Pack, Pack Opening. Bin dabei. Ah, es leckt alles so doll, ich hasse es. Okay. Kann ich hier wieder. So, kann ich hier auf jeden Fall erstmal aufnehmen.